Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mich um den Mod weiter zu kümmern. Nach der Folge schaffe ich es aber ganz bestimmt, ich verspreche es. Und dann sollten wir in der nächsten Folge auch endlich teleportieren können. Vielen lieben Dank erstmal an alle, die in den letzten zwei Videos so zahlreich geholfen haben und mir Tipps gegeben haben, wie ich das mit dem Mod hinkriege. Ich schaue mir das alles nach der Folge hier mal in Ruhe an. Und dann sollte das hoffentlich nächste Folge wieder klappen. Nur habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, wie es immer so ist. Und das Ganze unter Stress irgendwie versuchen zum Laufen zu kriegen, führt eh meistens nur zu irgendeinem Mist. Deswegen nehme ich die Folge hier auf, dann geht's auf Arbeit heute. Und nach der Arbeit werde ich mir ganz in Ruhe den Spaß nochmal angucken, dass wir dann endlich morgen mal weiterkommen, was das angeht. Ist aber auch nicht ganz so schlimm, weil ich würde eh mit euch ganz gern nochmal eine Runde in die Ebenen. Ich packe jetzt mal noch fix den Löwenzahn weg. Müssen wir mal schauen. Essenstechnisch ist es eigentlich erstmal soweit ganz okay. Pfeile haben wir noch einstecken. Alles andere ist eigentlich auch auf einem guten Stand. Ja, wir müssten mal wieder Mürli-Süppchen brauen. Wir gehen jetzt erstmal in die Ebenen. Gucken mal ein bisschen. Und dann bin ich aber auch ehrlich gesagt sehr froh, wenn wir in der nächsten Folge das hinbekommen haben mit dem Mod. Weil die Kobolde sind halt doch schon ganz schön stark und da wäre es mir ganz lieb, wenn wir die ganze Rüstung dann auch mal auf der 2 haben. So, hier steht noch alles. Kiste steht auch noch. 8 Schwarzmetalle haben wir schon zusammen. Wir müssen mal gucken, wir waren ja hier so gut wie durch. Das heißt, ich würde mal anpeilen, dass wir hier rüber schauen in der Folge. Müssen wir erstmal gucken, ob wir neue Kobolde gespawnt sind. Und dann können wir natürlich auch mal schauen, dass wir mit den Moltebären den mittleren Ausdauertrank mal fertig machen, weil die Mates dauern ja auch immer Ewigkeiten. Ja, vielleicht schaffe ich das heute mal noch nebenbei. Wenn ich mich um den Mod gekümmert habe, dass ich vielleicht schon mal ein paar Mettränke ansetze. Dauert ja halt immer alles so Ewigkeiten. Wir haben wieder so einen Nebel wie schon in der letzten Folge. Noch ein paar Moltebären. Das sind halt auch gleich immer so voll viele. Man sieht die halt recht schwierig. Was mir aufgefallen ist, wie man ein bisschen schummeln kann. Wenn ihr auf der Suche nach so Bären seid, also Pilze, Himbeeren, vielleicht auch die Moltebären. Wenn man in den Grafikeinstellungen einfach mal alles runterschraubt, vor allem die Vegetation, dann hat man eigentlich, glaube ich, gar kein Gras mehr. Also es sieht auf jeden Fall zwar ziemlich beschissen aus, aber dafür sieht man Pilze und so auf 100 Meilen gefühlt. Werde ich jetzt nicht machen, weil wir wollen es ja hier schön haben. Ist mir halt nur aufgefallen. Weil ab und zu, wenn ich ja außerhalb des Let's Plays spiele, spiele ich über mein MacBook. Und da Valheim dort nicht läuft, spiele ich das über so einen Stream-Diensteanbieter, also über GeForce Now. Und ja, wenn dann mal die Internetverbindung ein bisschen kacke ist, dann schraube ich halt einfach alles ein bisschen runter von den Einstellungen, dass da nicht ganz so viel detaillierte Sachen übertragen muss. Oh, oh. Nein, hat er denn Bogen? Ein Speer? Ah, natürlich auch fies. Ich hoffe, es kommt nicht noch einer um die Ecke. Aua. Ah, okay, aber es ist nur so ein Typ. Damit kann ich leben. Ach, ah, cool. Danke. Kannst du den hier auch noch abwerfen? Stell mich extra dahinter. Komm, schaffst das. Ah, irgendwie nicht. War aber knapp. Was machen wir hier so lange rum? Der ist doch relativ easy. Aua, vor allem wir haben voll Scheiße. Ich bin wieder übelst schlecht ausgerüstet. Hier hingegangen. Nein, nein. Gott, 8 Leben noch. Ich muss echt mal ein bisschen vorher aufpassen. Jetzt kommt bestimmt gleich so ein totes Kido und wir sind tot. Wird er seinem Namen aller Ehre? Komm, jetzt zieh hier erstmal ein bisschen Leben hoch, bitte. Ich muss echt ein bisschen mehr aufpassen. Ich weiß auch nicht, warum das zurzeit immer passiert. Dass ich hier so voll low in den Kampf starte. Naja. Ja, da ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Da hatte ich die ganzen Grafikeinstellungen komplett runtergezogen. Und dann dachte ich mir, ey, das ist eigentlich ziemlich geil zum Sammeln. Weil man alles so gut sieht. So, es gab Münzen. Es gab wieder ein Schwarzmetall. Ja, wenn es jetzt hier so frei rumliegt, können wir es eigentlich auch mal mitnehmen.
Bisschen Holz und Harz ist nie verkehrt. Aber mit seinem Speer, der war schon... Also obwohl ich geblockt habe und wir hatten, glaube ich, auch genügend Ausdauer. Ah, wird jetzt Nacht. Ah, es sind halt echt... Oh Gott, man sieht ja gar nichts mehr. Ich überlege gerade, ob wir nochmal zurückreisen. Das Problem ist, so viel Nebel und jetzt auch noch Dunkelheit. Ist das ein Spawner? Ja, das ist ein Spawner. Wie schwach die einfach mittlerweile wirken. Wenn ich den mal treffe. Ah, ich bin immer ein bisschen zu spät mit dem Blocken. Ah, ich bin gerade nicht der beste Kämpfer, das gebe ich offen und ehrlich zu. So, wir müssen jetzt aber erstmal ganz schnell den Spawner hier wegmachen. Ist gar kein Spawner. Ich dachte, hier ist einer. Aber eigentlich leuchten die auch so lila, weil auf einmal so viele hier rauskamen. Aber anscheinend ist es das nicht. Okay, habe ich mich geirrt. Ja, wir gucken mal. Ich würde jetzt noch mal ein kleines Stückchen hier mit euch langlaufen. Ich habe nur echt ein bisschen Angst vor dem nächsten Goblin oder Kobold. Wir haben halt echt nicht so viel Leben. Ach so, wir sind wieder im dunklen Wald. Okay, das heißt, hier kommt erstmal kein Kobold. Ach, Scham. Nein, was mache ich denn? Habe ich mich verdrückt? Ach komm, der hätte echt treffen können. Müssen auch mal gucken, dass wir uns diesen Torgarer Reißzahnbogen mal noch holen. Ich meine, mit dem kommen wir zwar aktuell ganz gut, aber besser ist natürlich nie verkehrt. Okay, also wir sind jetzt, haben wir mal kurz unsere Ruhe. Irgendwas höre ich die ganze Zeit schon wieder. Naja, wir sind jetzt hier. Das heißt, irgendwie müssen wir hier rüberkommen. Wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen, der gleich eine Linkskurve kommt. Ach, die ganzen Krautzwerge. Also können wir zumindest auch ein bisschen unsere Schlagwaffen trainieren. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Na komm, einmal noch. Jawohl. Der hatte auch bloß noch Millimeter Leben. Der hätte eigentlich auch sterben können. Da sammeln wir halt ein bisschen Holz und Harz. Und ach man, was ist denn? Oh, der nächste. Muss irgendwo ein Spawner sein. Geil, 139. Nein, nicht vergiften. Ach, shit. 11 Sekunden hält's an, zieht 2 ab. Sollten wir überleben. Ist jetzt mal gut. Ich soll die Blaubeeren hier mal einsammeln. Ich glaube jetzt... Waren da oben gerade Augen? Ne, da liegt bloß was. Schon wieder? Die kämpfen gegen Skelette, okay. Macht ruhig erstmal. Muss da nicht dazwischen funken. Ja, doch, wir funken schon dazwischen. Aber aus sicherer Entfernung. Gott, sind das viele. Weil ich treffe keinen einzigen Pfeil hier. Aber ja, sind alles Fähigkeiten für die Schlagwaffen, für den Bogen. Alles nicht verkehrt und vor allem auch eine ganze Menge an Holz und so. So sammelt sich das eigentlich nebenbei auch ganz gut an. Da braucht man nicht immer in den Wald rennen. Wo wir schon verdammt lange kein Holz mehr sammeln mussten. Weil halt auch gar nicht mal so viel an unserer Basis gemacht haben in letzter Zeit. So, haben wir hier noch eine Kiste oder so stehen? Nö. Ich glaube, da vorne geht's links rum. Bisschen Zinn liegt hier überall noch rum. Hätte man eigentlich mal mit einsammeln können. Und in die Truhe beim Portal packen. Und dann irgendwann mit rüber teleportieren, wenn es denn funktioniert. Naja. Brauchen wir jetzt in Zukunft erstmal nicht mehr. Ja, ich werde auch mal gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen außerhalb des Videos Fleisch sammeln gehe, weil aktuell sieht unser Fleischbestand echt ganz schön mager aus. Und jetzt hier mit Honig und Pilzen rumrennen ist halt eigentlich auch nicht so der Weg.
Mal schauen, wie viel ich schaffe. Ich muss auch mal wieder ein großes Lob aussprechen ans Spiel selber. Mir hat echt lange kein Spiel so viel Spaß bereitet, vor allem auch über so lange Zeit. Und es wird einfach nicht langweilig. Ich freue mich auch jedes Mal wieder drauf, wenn ich es spielen kann. Und das eigentlich für, ich sag mal in Anführungszeichen, so simples Spiel. Aber es trotzdem alles richtig gemacht. Ist natürlich die Frage, wenn dann alle Bosse und so weiter besiegt sind, man sozusagen im Endgame ist, wie lange es dann noch Spaß macht, ob man da noch irgendwie großen Ziel vor Augen hat, aber natürlich kann man seine Basis und alles drum und dran dann noch um einiges erweitern und vergrößern und so, darum geht es ja auch größtenteils im Spiel. Ja, ich muss sagen, wirklich bisher von Minute 1 hat es mich irgendwie gepackt und bis jetzt. Ich glaube, ich hatte es letzte oder vorletzte Folge schon mal erwähnt, bei Steam stand irgendwas mit 111 Spielstunden, das ist schon nicht wenig. Wir steuern auch mittlerweile auf die Folge 90 so langsam zu. Und wenn es so weitergeht, schaffen wir hier bestimmt 200, 300 Folgen. Mal gucken. Also wir kommen auf jeden Fall hier rüber, also kommen wir dann irgendwann zu den Ebenen. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Nein. Wie weit ist denn der weg? Kann ich Ike hier noch aktivieren? Gott, das waren ja 3, 4 Kobolde. Ah, dieses hässliche Lachen im Hintergrund. Nee, sorry, da müssen wir jetzt erstmal zurückrennen. Ich hoffe, die lassen irgendwann los. Och, du Scheiß. Ah, nicht am Stein hängen bleiben. Pack mal das Ding ein und jetzt rennen. Hier, schnappt euch den Gräuling, Grauzwerg, was auch immer. Nee, sorry, aber 3, 4 Kobolde, das ist definitiv unser Tod. Dann laufe ich mit euch jetzt erstmal lieber wieder zurück. Nee, jetzt weg? Glaube ja, ne? Wir können ja mal gucken, dass wir einen größeren Bogen drumherum laufen. Ja, mein Inventar ist auch fast voll. Langsam aber sicher müssen wir dann auch irgendwann wieder zurück. Karottensamen. Ich würde jetzt trotzdem mal gucken, dass wir vielleicht mal einen größeren Bogen drumherum laufen. Haben wir da unten einen Berserker und der hat mich wohl schon gesehen. Der Nachtsichtgerät auf dem Augen. Ach komm. Hä? Stirb doch. Ja, das war mir auf jeden Fall zu viel Kobolde gerade. Da wären wir ganz, ganz sicher gestorben. Noch Kupfer? Irgendwie gerade Angst, dass jetzt zum Kobold ankommt. Ja, da, ich glaube, genau da unten ging gerade die Ebenen los. Werden wir gleich sehen. Also hier war auf jeden Fall irgendwas am Werk, was keinen Bock hatte auf Gräulinge. Es ist nur einer. Und trotzdem kaum Leben, ne? Ach du Scheiße. Ja, da kommt auf einmal... Ach Mann, Leute. Wo kam denn der jetzt her? Vor allem, ich hab's noch kurz trampeln gehört und dachte mir schon, das wird doch jetzt kein Troll sein. Willst du mich trollen? Goblin ist weg. Eigentlich hätte ich Lust, mal wieder einen Troll zu jagen. Lange keinen gesehen. Aber mit so einem Goblin noch im Nacken ist das nicht so geil. Wo ist denn der? Hä? Den kann man doch nicht übersehen. Wo kam der jetzt bitte her? Würde ich gern mal wissen. Kletter mal hier hoch. Er ist einfach verschwunden.
Nein. Ah, den haben wir noch gekriegt. Ja, keine Ahnung, wo er auf einmal ist. Er kam aus dem Nichts und verschwand im Nichts. Hallo. Na gut, dann machen wir uns jetzt erstmal wieder nach Hause. Weil Folge ist dann auch bald zu Ende und Inventar ist auch voll. Was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben 6-mal Fleisch, 2 Himbeeren, 5 Moltebeeren gab es noch. Und nochmal ein Schwarzmetall. Ja, wir müssen wirklich ein bisschen gucken, also. Entweder, was haben wir denn eigentlich für ein Schild? Ist das noch Bronze? Ja. Eigentlich bräuchten wir mal ein Eisenschild. Ja, gerade gegen die Goblins sehen wir halt, dass ich es da nicht schaffe, komplett zu blockieren und wir halt Schaden kriegen. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen ungünstig. Naja, ich denke mal schon, dass ich den Mod zum Laufen kriege jetzt nach der Folge. Ich hab dann... Nein. Moment. Oh, wir haben aber viel Stein. Dann wirf mal hier 2 Steine weg, dann sollte es doch passen. Ja, ich habe heute Abend noch mal ein bisschen Zeit, dass ich mich da in Ruhe mit beschäftigen kann. Und dann sollte es ja auch klappen, dass wir uns alles mal ein bisschen hochleveln können. Dann wird das hier in den Ebenen noch einfacher. Und dann können wir uns den Rest hier mal anschauen. Ah, hier oben waren Spawner, alles klar. Ja, dann können wir noch ein paar weitere Goblins töten, dass wir ein bisschen Schwarzmetall zusammenkriegen. Und sobald wir das dann mal geschmolzen haben, können wir mal gucken, was wir da alles Schönes mit anstellen können. Vor allem, wie stark die Waffen dann sind. Hier ist ein Dungeon. Ach ja. Komm, bekämpft euch mal gegenseitig. Ich will euch da echt nichts wegnehmen. So. Ich wollte ganz gern die Blaubeeren noch einsammeln. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder überladen sein. Wohl, ja, Blaubeeren wiegen nichts. Sehr gut. So, lasst mal schauen. So ein kleines Stückchen weiter rechts, dann sollten wir wieder auf dem richtigen Pfad sein. Ja, weil Schwarzmetall soll ja eigentlich, glaube ich, das stärkste Material sein im Spiel. Bin mir nicht sicher, aber ich dachte eigentlich, dass es auch noch Gold gibt. Vielleicht, ah nee, die bleiben liegen, verdammt. Vielleicht täusche ich mich auch. Habe ich die Blaubeeren vorhin nicht eingesammelt? Habe ich die bloß abgeerntet? Ich glaube fast. 4 Stück hatten wir doch vorhin schon einstecken. Verdammt, sage ich noch, die wiegen nichts. Ich glaube, ich habe sie einfach nicht eingesammelt. Egal. Ja, ich dachte eigentlich immer, dass es noch Gold oder irgendeine Zwischenstufe gibt. Weiß nicht, ob wir die jetzt übersprungen haben. Wir haben ja an sich, was haben wir denn noch? Wir haben das Gebirge noch. Als anderes Biom. Aber ich glaube, das war's dann auch. Sammelt er, ach man, dann wirft er halt mal ein paar Steine weg. Jetzt würde ich lieber Steine als Himbeeren mitnehmen. Hä? Ach so. Ja, eigentlich brauchen wir die Trophäe nicht. So, sammle jetzt mal die Himbeerchen ein. Passt. Post ist der richtige. Ah, Gott. Alter, hat er mich erschreckt. Wo kam er denn her? Komm, ich will dein Fleisch. Wenn wir hier einfach nur in Ruhe zurücklaufen und überall liegt irgendwas, was man mitnehmen will. So, Fleisch hat er mitgenommen. Leder hat er, glaube ich, liegen lassen. Soll mir recht sein. Ja, mal gucken. Aber wenn wir gleich Schwarzmetall haben, warum nicht? Ist natürlich auch geil. Und ich finde, es geht halt sogar. Na klar, man muss ein ganz paar Goblins töten, aber die rennen hier ja überall rum. Man muss nicht lange suchen. Eisen ging natürlich bis jetzt am schnellsten durch die Krypten und diese ganzen Schrotthaufen. Aber ich hätte halt doch irgendwie gedacht, dass das Schwarzmetall sehr, sehr selten ist. Dass man da viel mehr suchen muss, aber anscheinend ist dem nicht so. Ah, der kleine Ausflug hat sich doch definitiv gelohnt. 10 Himbeeren, 11 Blaubeeren haben wir gefunden. Noch ein Schwarzmetall.
eine ganze Menge Holz, Stein und die Augen. Münzen gab's. Ja, ein paar Moltebeeren noch. Dann kann ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir dann in Zukunft oder ich dann heute Abend mal ein bisschen die Mettränke ins Rollen bringe sozusagen. Da machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's mit teleportierbaren Ärzten hoffentlich weiter. Bis dahin, macht's gut.